In diesem Jahr ist vieles anders. Und auch Weihnachten wird sicherlich von den Rahmenbedingungen anders sein. Die Corona-Pandemie hat immer noch die Welt und uns im Griff. Das Diktat des Abstandhaltens und des Nähesuchens. Und manche meinen sogar, Weihnachten müsste gerettet werden. Aber genau das Gegenteil. Weihnachten rettet uns. Denn an Weihnachten feiern wir, und das dürfen wir weiter sagen, dass Gott in diesem Kind, in Jesus, einer von uns geworden ist. Mensch geworden, eine Sternstunde der Menschlichkeit. Er zeigt uns sein Gesicht, begleitet uns und gibt uns Orientierung und Kraft für unser Leben. Hier an der Krippe im Paderborner Dom steht eine Feuerwehrfigur, stellvertretend für all die Menschen, die uns in dieser Zeit unterstützen, die uns Menschlichkeit zeigen, aber auch in unserem Menschsein helfen, mit unseren Fragen, mit unseren Nöten, mit unseren Ängsten, aber auch mit der Sorge auf all den Stationen, wo Menschen krank sind und begleitet werden müssen. Ich danke Ihnen, wo Sie nicht nur an Weihnachten, aber durch Weihnachten Sternstunden der Menschlichkeit aufleuchten lassen, wo Sie in Solidarität, in Begleitung, im Gebet verbunden sind mit den Menschen, mit uns im Bonifatiuswerk, und dadurch auch Weihnachten Wirklichkeit werden lassen. Ich danke Ihnen, wünsche all Ihren Lieben ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Übergang ins Jahr 2021.